Moin, moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Entschwaudet. Wir haben in der letzten Folge wieder fleißig an unserer neuen Basis weitergebaut hier unten. Und ich hatte zwischenzeitlich noch festgestellt, dass die anderen Wände doch ein bisschen hochwertiger aussehen. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. Und zwar tauschen wir mal kurz die, also hier die Verkleidungen aus und hier diese Wände. Weil das sieht dann doch ein bisschen hochwertiger aus als das. Auch wenn ich den Farbton hier ganz nett finde, aber es sieht halt so runtergekommen aus und das würde ich halt nicht gerne als Basisgebäude haben. So, ach so, ja, gut, war ja eh schon da. So, okay, also die Wände, die wir da jetzt wollen, sind die Hochglanzsteinblöcke beziehungsweise Steinwände, die wir dann so, ach so, okay, so geht's. Zack. Das sollte aber auch gar nicht so ein großer Aufwand sein, das jetzt gerade schnell auszutauschen. Wir gehen mal ganz kurz eins nach oben. Das hier war der Eckblock. Das hier ist der Eckblock. Das ist halt auch super angenehm, dass du es einfach da reinsetzen kannst, entfernen kannst und dann ersetzen. So. Genau. Das sieht dann doch ein bisschen hochwertiger aus. Und dann haben wir die mittelgroßen oder die großen Fenster. Wobei, das könnte ich wirklich auch machen, ne? Die Fenster 1 reinsetzen. Ah gut, das lassen wir erstmal. Das können wir immer noch entscheiden. Achso, und hier hatte ich dann die kleinen Säulen. Eins war da oben. Genau, die waren ja quasi der Abschluss. Um das gleich wie vorne zu machen. Theoretisch kann ich das auch hier nutzen. Eins, zwei. Genau. Dann gehen wir eins runter. Dann kann ich das genau so machen und dann sind das nicht mehr so viele Einzelblöcke. Ich sollte halt nur die Wände nutzen, die ich auch nutzen möchte. Und nicht die wieder setzen. So. Du machst das nicht weg, weil das Einzelblöcke sind. Ja, ich hab's schon wieder verdrängt. Ja, das mit der Verkleidung von außen, das machen wir sowieso später alles. Deswegen, das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Ach, Mann. So. Geht das auch recht zügig hier. Ich glaube, wir werden auch später noch eine ganze Menge Teer brauchen, weil ich würde, glaube ich, ganz gerne die Teerwände, die Teerdecken bauen. Hier war ich soweit durch. Jetzt wird es halt auch wieder dunkel. Ich brauche hier auch eigentlich mal ein Bett. Falsch. So. Es geht bis eins vorher. Nee, das war falsch. Na?
So. Ja, das finde ich schon mal sehr angenehm. Das kann jetzt wieder weg. Dann, ja, wie gesagt, ich finde, das sieht viel hochwertiger aus. So, jetzt brauchen wir noch zu guter Letzt. Ja, wobei, wir haben ja gesagt, die Verkleidungen werden ja Backstein, deswegen passt das eigentlich. Ich meine, Sandstein, nicht Backstein. Hier vielleicht, ja, da gibt es auch was. Zumindest sieht das stark danach aus. Vielleicht mal gucken, dann können wir das andere vielleicht auch so machen. Und zwar hier die. Ne, die sind ein bisschen zu groß. Und die hier? Die sind ein bisschen zu hoch. Wieso sind die denn hoch? Ja, okay, egal. Zack, zack. Ach so, das ist ja auch noch. Ich wollte gerade sagen, das sieht nicht richtig aus. Acht, vier. Hier auch wieder vier. Und dann geht das Ganze auch wieder auf. So. Und dann haben wir die Wände schon mal ersetzt. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, ich finde, das macht ein bisschen mehr was. Es ist jetzt natürlich kälter von dem Material hier, aber wir können es ja mit Inneneinrichtung hier noch wunderbar warm machen. Es gibt ja wahrscheinlich auch noch irgendwelche Teppiche und sowas. Von daher können wir das immer alles noch machen. Jetzt habe ich hiervon wieder ein paar. Achso, das waren aber die paar, die wir hier noch hatten. Was ist denn, wenn ich das hier nutze, um hier... Müssen wir gleich mal gucken. Ich will erstmal die Verbindung machen. Das Holz müsste eigentlich wieder fertig sein. Ich gehe aber nochmal ganz kurz... ja, eigentlich können wir auch hier hinspringen. Ich muss nochmal ganz kurz ein bisschen Holz holen. Denn das geht jetzt weg wie sonst was. Ja, von hier aus können wir perfekt hier runter. Da können wir direkt ordentlich was fällen. Es ist halt jetzt ein bisschen dunkel. Ich komme aber nicht wirklich viel Holz raus jetzt. Ah doch, da waren noch ein paar. Wo bin ich denn hier, wenn ich... Das ist zu Hause 1. Ich müsste eigentlich hier runter. Ich gehe da nochmal hin. Aber ich mache sowieso mal einen kleinen Cut. Ist ja nur Holz holen. Sehen wir uns gleich. So, jetzt habe ich ein bisschen Holz besorgt. Genau. Ist wieder ein bisschen was zusammengekommen. Und ich habe mir gerade gedacht, das sieht doch bestimmt auch ganz nice aus, wenn du auf der Warte stehst im Multiplayer und einer fällt unten die Bäume. Wie es erstmal wackelt und auf einmal so ein riesen Ding verschwindet. Oder umkippt. Nun. Wo sind wir? Da sind wir. Du hast nichts mehr. Du bist jetzt soweit durch. Dann können wir da später auch Backstein machen. Du hast jetzt Eisen. Dann würde ich sagen, machst du jetzt erstmal wieder Glas. Genau, du machst jetzt erstmal Glas, bis wir wieder zurückkehren. Und hier haben wir wieder Holz. Das ist wieder mächtig. Kohle läuft. Wobei hier auch nicht mehr... Hier war nicht mehr so viel Holz drin. Das, da würde ich direkt mal sagen, teilen wir das hier schon mal auf. Bevor der gleich abbricht. Und hier war auch nicht mehr viel drin. So. Veredelte Holzblöcke. Holzblock. Damit ist das wieder weg. Und wir gehen nach da unten. Wir brauchen sowieso noch Holz. Hier Planken.
Weil wir damit nämlich auch Möbel bauen können. Was natürlich Sinn macht. Doch, sieht schon bis jetzt ganz nice aus, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ist gut, diese. So, du kriegst jetzt erstmal ein bisschen Holz oben drauf. Mach jetzt erstmal hier die Verbindung. Ach, verdammt, ich wollte ja noch Fenster herstellen. Egal. Dann kamen nämlich hier die kleinen. Ich mache das jetzt auch wirklich so, dass ich das jetzt komplett hier rüber verbinde. Wie sieht es nur dann aus? So, was ist denn, wenn ich jetzt da drauf, das muss ich jetzt mal gerade ausprobieren. Das ist nämlich da, wo es jetzt knackig wird. Boah, es ist so dunkel. Wenn ich jetzt sagen würde, du sollst jetzt da Steinwände hinbauen. Da machst du wirklich dann tatsächlich keinen Abschluss. Weil ich mich gerade auch frage. Nee, mach mal bitte aus. So. Nee. Ich habe gerade gedacht, das könnte vielleicht ein ganz netter Kontrast sein. Aber ehrlich gesagt, so sieht das ein bisschen billig aus. Ein bisschen billig. Deswegen müssen wir tatsächlich das ein bisschen anders angehen. Oh Gott, jetzt knallt hier die Sonne direkt. Ist aber kein Thema. Das ist kein Thema. Was habe ich denn hier? Achso, ja, nee. Hochglanzsteinblock ist ja korrekt. Das waren ja auch drüben die Sachen. Du hast zwar diese Säule hier, aber das ist auch nicht gerade. So. Da muss ich mit Einzelblöcken arbeiten. Hä? Jetzt. Genau, bei den anderen arbeite ich dann mit Einzelblöcken. Anders geht's, glaube ich, nicht. Anders geht's, glaube ich, nicht. Ich sehe da jetzt keinen anderen Weg. Aber geht ja auch echt gut so. Also das finde ich halt super, super stark. Das muss ich auf jeden Fall noch austauschen. Komm, dann hau mal gerade die Wand hier weg. Und dann einmal die Säule dahin. Bis eins vor Fenster. So, und dann bis oben. Dann kriegst du hier auch wieder den Abschluss. So. Gut, dann ziehen wir das weiter. Muss man das auf jeden Fall machen. Bin ich aber auch nicht böse drum, weil wir dann nämlich hier auch wunderbar nochmal abschließen können. So. Boah, mir kommt gerade noch eine andere Idee, ne? Das ist das, was ich meinte in einer der letzten Folgen, dass die Ideen dann kommen beim Bau. Ich mache hier so eine Art Loft noch draus. Habe ich... Da hinten habe ich was hingebaut. Muss ich gleich wegmachen. Ich mache eine Art Loft auf die Ecke hier. So, das heißt,
Ich muss erstmal gerade die Säule da in die Ecke noch setzen, bevor mir das nämlich wieder entfällt. Achso, nee, Quatsch, war doch korrekt. Es ist ja bis oben, nur dass wir jetzt oben plus eins haben. Es ist auch geil, wie weit man bauen kann. Das ist wirklich Komfort über Realismus. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen, dass man die Reichweite so hoch macht und nicht sagt, das ist aber unrealistisch. So. Was ich hier meine, ist, hier machen wir jetzt noch ein halbes Ding. Beziehungsweise, wir gehen jetzt erstmal gerade rüber. Dann machen wir den Türrahmen auf jeden Fall noch voll. Genau, plus eins, dann können wir da vielleicht notfalls noch eine Wand ziehen. Und dann machen wir hier so einen Balkon hin. So machen wir das. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das, was wir bauen, was sehr Schönes werden wird. Na, wobei, das lasse ich mal weg. Das müsste ich eigentlich auch nochmal trennen, wobei, das können wir auch machen. Das ist ja halb so wild, wir haben ja noch Wände. Oder beziehungsweise Steine, meine ich. Soll ich den Raum da unten noch ein bisschen größer machen? Ich glaube, das werde ich tun. Dann ist das nämlich nur nicht nur ein stumpfes Treppenhaus, sondern wirklich nochmal ein eigener kleiner Raum. Also nicht ein Treppenhaus, sondern hier das, was hier drunter ist, meine ich. Ja, genau. Und das finde ich auch sehr angenehm, dass er dann wirklich den Boden auch direkt schon anpasst. Hier mache ich dann das hier. So, und dann entsprechend hier noch ein Fenster hin. Oder hier hin? Ja, dann machen wir das schon. Dann machen wir das schon richtig. Das machen wir dann später. So. Dann brauche ich jetzt hier nochmal die Säulen. Ach, ich wusste es. Wobei, eigentlich kann ich das ja nutzen. Eigentlich kann ich ja sagen, dafür bräuchte ich jetzt 5. So, jetzt will ich das mal ganz kurz nachchecken. Ob wir hier nicht abgezockt werden. 1, 2, 3, 4. Oh, scheint günstiger zu sein sogar. Ist das wirklich günstiger? Ich glaube nicht. Nichtsdestotrotz setze ich das jetzt so. Wird wahrscheinlich aufgehen. Na, da ist ein zu viel. Das ist natürlich der Nachteil, ne? Wenn wir dann was verbauen, dann müssen wir die ganze Zeile wegmachen. Aber das ist okay. Habe ich ein Loch reingemacht? Das war schon, das habe ich nie gemacht. Das war ich nicht. Aber dann geht das anscheinend doch, dass man nicht alles abreißt. Irgendwie. Achso, ja klar, durch den Einzelblock löchen. Natürlich. Macht Sinn. Achso, das ist eine Kante. Er kannte die Kante. So. Ja. So, wie hatten wir das hier gemacht? Das war jetzt so was. Achso, das ist das schon. Ja, okay, dann können wir direkt ein Fenster machen, würde ich sagen. Kommt hier. Ich habe wieder keine von den Blöcken. Grundgütiger. Das geht so schnell bei dem Bau hier. Dann tue ich mal Folgendes. Dann graben wir mal kurz hier noch ein bisschen rum.
Aber es wird und wird. Ja, muss ich abreißen. Wenn sich das nicht erholt. Bis wir hier loslegen, natürlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das erholen wird. Ich fällt mir gerade was ein. Bis wohin geht überhaupt meine Grenze? Oh, wow. Okay, das ist fett. Ich sehe gar nicht... Hä? Was ist denn da unten das für eine Grenze? Au. Das ist... Achso, das ist die Baugrenze nach unten weg. Ich verstehe. Und da hinten geht's entlang. Alles klar. Wahrscheinlich, weil das im Nebel drin ist, hat er gesagt, da kannst du nicht. Was auch Sinn ergibt. Denn der sagt ja... Ich weiß gar nicht, was er dann sagt. Gebiet nicht frei? Gebiet unsicher? Nebel im Weg? Nebelhorn? So viel Arbeit fürs Schlafzimmer. Ach, vielleicht machen wir so eine Art Leuchtturm hier sogar hin. Wir haben ja vorne die Kurve da gebaut. Das könnte man ja auch mit Backstein machen und dann so ein... Wie so ein Leuchtturm. Einfach. Das könnte auch ganz nett wirken. Achso, ich habe auch gar nicht mehr, sehe ich gerade den Ausgeruht-Bonus. Dann gehen wir jetzt sowieso mal zurück. Da sind wir. Also, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Hoppala. Steine habe ich ganze 7. Damit können wir viel machen. Fenster. Fenster. Her, Fenster, Fenster. Ich brauche auch hier wieder Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Hallo. Ab. Das war's mit dem Glas. Damit werde ich auf jeden Fall die vordere Wand schon mal nicht fertig machen können. Da brauche ich nicht die, da brauche ich wieder die Eisenbahn. Nee, gar nicht wahr. Ich brauche noch nicht Eisenbahn. Ich brauche auf jeden Fall das Glas. So. Dann lege ich mich ganz kurz ins Bett. Denn unser Bett ist so krass, dass wir direkt 40 Minuten ausgeruht sind. Guck mal. Ja, dann muss ich jetzt nochmal ein bisschen, ein bisschen Holz, wollte ich schon sagen. Ein bisschen Stein besorgen gehen. Hier ist auch immer noch die ganze Ecke weggegraben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da noch hin soll. Ich gehe jetzt einfach hier weitermachen. Hier buddel ich jetzt rum. Aber ich mache einen kurzen Cut. Weil das ist ja nicht groß spannend. Tief in der Höhle. Gut, so tief war die Hülle dann doch nicht. Ich habe hier einfach mal so eine ganze Ecke rausgeschlagen. Das ist der Baum, den wir eben gesehen haben. Ja, ich wollte mal gucken, wie gut das geht, wenn man einfach mal so einen rechten Winkel hier rausschlägt. Geht doch recht gut, tatsächlich. Muss man mit der Hacke ein bisschen nacharbeiten, wenn man wirklich so einen Block daraus haben will. Aber sonst geht das doch sehr, sehr gut. So, jetzt wollen wir Steinblock, genau die hier. Und damit können wir jetzt auf jeden Fall die restlichen Wände bauen. Ganz bestimmt. Du hast das. Das, oh, hi. Das ist auch okay. Dann hast du wieder Glas. Ach, mach du ruhig weiter. Wie viel habe ich denn noch hiervon? Hiervon habe ich noch ganz gut. Teilen, teilen. Und drauf da.
So, dann machen wir noch mal ein paar Holzblöcke. Dann haben wir davon wieder auch wieder ein paar, wollte ich sagen, veredelte Holzblöcke. So. Da wollen wir. Auf geht's. Es wird tatsächlich. Es wird. Mit Ö. Das werde ich wahrscheinlich auch beibehalten hier. Das ist jetzt so ein Halbblock. Das heißt, da muss ich mal ganz kurz nach oben. Und dann kommt da nämlich ein Fenster dahin. Dann sind wir hier gleich. Also, denke ich mal. Wir können mal ganz kurz gucken. Das sind die zwei Planken, die auch da ins Fenster gehen. Ja. Dann folgt die Ecke. Eigentlich brauche ich da... Brauche ich auf jeden Fall. So. Brauchen wir die normale Wand. Da mache ich jetzt auch einfach ein Fenster rein. Ja, das mache ich mal nicht formunabhängig. Auf jeden Fall will ich hier noch ein Fenster haben. So. Ja, da könnte ich eigentlich auch wieder die Säule in die Ecke machen. Genau. Ja, hier könnte ich eigentlich auch dann dicht machen. Ja, machen wir so. Wenn uns irgendwas nicht gefallen sollte, dann können wir immer noch ändern. Es rennt ja nicht weg. Du stehst nicht über. Sehr gut. Sehr gut. Dann muss ich hier wieder... 2300 haben wir jetzt noch und wir haben schon ganz gut gebaut jetzt wieder. Aber es ist schon was. Oh, ja okay, dann mache ich das von unten. Da kommen auf jeden Fall nichts oben drüber. Das soll ja nicht zu eng werden. Das werden wir weiter hinten machen. Und dann können wir den Rest ausfüllen, komplett mit Holz. So. Nochmal eins tiefer. Ja, eigentlich müsste ich hier das damit abschließen. Ja, doch, das geht. Das geht sehr, sehr gut. So, hier oben kommen dann die nächsten Wände drauf. Na gut, vielleicht hätte ich das Holz nicht setzen sollen. Dann hätte ich nämlich gucken können, wie ich das am besten mache. Ich habe gerade kurz gedacht, ob ich hier nicht einfach eine Terrasse hinmache, aber wir wollen ja nach unten gucken können. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall auch Wände bauen. Da fällt mir auch gerade ein, ich habe hier noch Fenster dabei. Die können wir vielleicht gerade mal setzen, dann können wir das hier vorne schon mal abschließen, bis oben hin. Setzen wir da rein. Nee. Nee, nee, nee. Mach mal nicht. Achso, das war's auch schon wieder. So. Dann habe ich hier die Hacke. Halt. Halt, stopp.
Muss ich das jetzt wieder rausreißen, damit... Wie war es denn jetzt hier oben? Du bist immer noch kaputt? Nee, okay. Das geht auch tatsächlich ohne Neustart wieder ganz. Dann warten wir da einfach ab. Boah, das wäre eigentlich gar nicht so eine schicke Terrasse, wenn ich die hier hinbauen würde. Ich glaube hier... Ach, ich weiß nicht. Ich muss mir mal was einfallen lassen, wo ich die Terrasse hinmache. Ich würde die gerne schon nach vorne weg machen. Oder, ja, wahrscheinlich machen wir die hier lang. Wahrscheinlich kommt hier die Terrasse hin. Und dann da hinten wieder rein. Das könnte funktionieren. Und ich sehe auch keine gerade Terrasse tatsächlich. Oder keine rechteckige. Ich habe da was anderes im Sinn. Ich habe ja gesagt, ich will hier so einen Durchgang machen. Boah, jetzt kommt mir gerade schon wieder eine andere Idee, ne? Also nicht mit der Terrasse, das bleibt die Idee. Aber mir kommt was ganz anderes noch. Gerade was ganz anderes. So, also das andere, was ich meine, das werde ich jetzt mal ganz kurz bauen. Das ist auch gar nicht so komplex. Aber ich will es nicht aus den Augen verlieren. Was ist denn, wenn ich sagen würde, wir haben hier so eine Säule. Und diese Säule, das ist wie gesagt jetzt nur Test. Nicht Test, sondern einfach nur, dass wir es nicht vergessen. Diese Säulen sehen so aus. Ja, und der Gedanke jetzt ist, was ist denn, wenn ich solche Fenster da reinsetze? Dann habe ich hier so eine halbe Villa oben drauf. Das müsste ich eigentlich dann auch unten machen. Und da müssten wir die Wände ersetzen. Und das kam mir nämlich gerade auch mit der Idee hier hin. Wenn wir sagen, okay, ne, wir machen jetzt hier quasi eine Terrasse hin. Achso, dann kann ich ganz kurz das hier, nee, das hier noch entfernen. Oh, wenn wir nämlich sagen, wir machen hier so eine Terrasse hin. Die dann hier so rüber geht. Das kann ruhig bleiben. Eigentlich kann der hier auch bleiben. Und das ist auf der Ecke. Dann kommen nämlich hier Säulen hin. Der Rest wird komplett Fenster und dazwischen eine Tür. Mit der Tür müssen wir dann halt gucken, wie wir das hinkriegen, dass das mit den Fenstern aufgeht. Aber ich vertraue aktuell sehr auf das Bausystem und sehr darauf, dass das was Schönes ergeben wird. Und darüber hinaus ist das, glaube ich, ist das das? Ich denke schon. Jetzt wird es halt auch wieder dunkel, ne? Das ist wieder Kacke. So, ein ganzes eins tiefer. Mist. Jetzt wird es halt ein bisschen komplex. Jetzt muss ich gerade gucken. Das ist nicht gleich hier. Ich muss das jetzt einfach versuchen, irgendwie, ja genau, das kann man so machen. Das sehe ich nämlich hier mit dem Balkon, dass wir hier so eine Kurve drin haben. Aber das Problem ist, ich will hier nicht eine ganz normale Kurve. Oh, verdammt. Also nicht so eine ganz normale Schräge. Ich will tatsächlich, gut, dass das hier noch offen ist. Ich will tatsächlich wirklich so eine Rundung dahin machen. Deswegen muss ich das mal ganz kurz... So. Nee, doch. Ist okay.
Moment noch ganz kurz. So. Das habe ich da nur spiegelverkehrt. Wenn ich jetzt sage, ich mache hier um drei weiter, müsste ich da um drei weiter nach außen gehen. Das ist das Problem. Verdammt, 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 verdammt. Ja, das geht nicht. Das geht gar nicht. Wie finde ich denn jetzt den... Sag mal den gemeinsamen Nenner hier. Ich muss die großen auf jeden Fall nochmal entfernen. Die muss ich auf jeden Fall nochmal entfernen. So. 4 3 machen wir. Vier. Drei. Drei, damit das nicht zu klein wird, wenn das geht. Drei. Zwei. Ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Zwei. Vier, vier. Vier, vier, vier und dann. Ich glaube, ich mache das jetzt so und dann schneide ich einfach außen rum. Ich fühle mich gerade wie so ein Holzwerker. So. Also hier müsste theoretisch das so gehen. Ist das korrekt? 1, 2, 3. Wieso passt das so genau, aber hier nicht? Das steht so ein bisschen über. Hey, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Drei, drei, drei. Drei, drei, drei. Wieso steht das so komisch über, aber hier nicht? Ach so, ja, ich weiß, was das Problem ist. Ja, ja, klar. Na, natürlich, macht Sinn. Ich das noch nicht gesehen habe. Weil das hier 2 ist und hier das ist nicht ganz 2. Oder? Ja, genau. Das ist ja nämlich ein bisschen länger. Deswegen ist das auch nicht so 100%. Dann würde ich sagen, ist die Form eigentlich auch okay. Würde ich mal behaupten. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Auf jeden Fall wird das dann so unsere Terrasse hier. So eine kleine, so ein kleiner Balkon eher, nicht Terrasse. Terrasse können wir immer noch machen. Genau, dann brauche ich auf jeden Fall zukünftig noch Zäune. Ich bin gerade völlig durcheinander mit der Steuerung. So, jetzt habe ich es. Achso, genau, dann muss ich aber auch gucken wegen den Fenstern. Wobei, machen wir normale Fenster und hier so eine Ausnahme oder machen wir durchgängig Villa-Fenster? Ich glaube, ich würde normale Fenster machen. Ich brauche hier dringend Licht.
Ja, ich glaube, ich würde normale Fenster machen, weil so Villa-Fenster, die musst du so Villa-Fenster, die musst du natürlich freilassen. Und da kannst du halt nicht alles draufstellen. Und wenn ich das jetzt da machen würde, dann wird das absolut kacke aussehen. Deswegen lassen wir das ausschließlich für den Balkon. So, dann haben wir das aber auch. Da genau, da kommt ein Fenster hin. So. Jetzt haben wir hier eine Tür. Das Fenster ist ein ganzes... Kann ich... Ja, nee, ich glaube nicht, dass ich das von unten machen kann. Oder? Das ist noch nicht der Abgrund. Ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich muss das Holz nochmal entfernen. Mal gucken. Fenster waren ja immer ganze, ne? Fenster waren immer ganze. Ich kann ja mal Folgendes tun. Ich kann jetzt mal gerade gucken. Die Fenster sehen auf den ersten Blick fast richtig aus. Ja, so kann ich es eigentlich auch machen. Ist gar nicht so verkehrt. Aber das ist korrekt. Und dann kann ich von den Planken die gegenüberliegenden machen. Dann sind die auch korrekt. Und hier zwischen war einfach nur der hier. Ich glaube, hier setze ich auch ein Fenster noch hoch. Oder? Da kommen wir wieder Richtung Thema Villa. Hier machen wir so einen kleinen Balkon nach vorne noch weg. Es wird aber auf jeden Fall, das finde ich sehr angenehm, dass wir hier gute Fortschritte machen. Ich kann einfach eins weiter wegsetzen. So. Ist das korrekt? Das sieht korrekt aus. Das ist voll geil, dass das jetzt gerade so aufgeht, ne? Das feiere ich gerade ein bisschen. Achso, genau. Ich habe ja gesagt, gegenüber kann ich dann Fenster setzen. Jetzt ist es natürlich stockdunkel hier. Da kommt ein Fenster hin. Ich lasse das mal kurz frei, weil ich das nämlich nur so sehen kann. Dann sehe ich nämlich, da wollte ich das machen. Auf die Kante kommt ein Fenster. Doch, ist okay. Fensterblock. Zack. Oh Mann. Jetzt knallt's direkt. Das hier waren, glaube ich... War das ein kompletter? Nee, das ist ein kompletter... Hier unten ist so eine kleine Ecke drin. Das wollte ich schon sagen. Und dann kommt wieder stinknormales Fenster, glaube ich. Jetzt eins weiter nach links.
Das Fenster ist eins weiter nach links. Weil ich hier gar keine Stütze reingebaut habe. Glaube ich, sondern das so. So, wenn ich da jetzt mal gucke, das ist jetzt hier das Fenster, das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Dann ist das hier. Und hier das, da muss ich jetzt mal gucken, wie finde ich das denn am besten raus? Am besten, glaube ich, mache ich oben das Holz weg. Das sieht interessant aus von hier unten. Ja, machen wir mal ganz kurz weg. Grundgüter. Was habe ich denn hier gebaut? Da mache ich jetzt einfach eine Säule rein. Da kommt eine Säule rein und dann muss ich das Ganze mal hier ein bisschen näher machen. Ich glaube, unten hatte ich doch auch eine Säule, oder? Ich glaube, hier hatte ich auch eine Säule. Das sieht schon wesentlich besser aus. So, jetzt kommt wieder der Boden drauf und dann haben wir auch das Action. Ich mache das aber lieber von oben, weil dann kann ich da besser mit arbeiten. So. Sehr schön. Dann mache ich hier wieder die Säule hin. Säule. Jetzt kommt die große Frage. Hier ist ein kleiner und dann ein Fenster. Der kleine ist aber, glaube ich, drin sogar, ne? Moment, das kann ich auch sehen. Der kleine ist tatsächlich nicht versetzt. Okay. Das war nämlich, glaube ich, auch eben das Problem. Der war dann doch nicht versetzt. Ja, ich denke, das passt. Komm, ist ja schnell gemacht. Ja, das sieht auch wieder sehr gut aus. Und dann habe ich, glaube ich, was habe ich hier genommen? Nur noch normale Wände, ne? So. Ja, doch, es wird. Es wird und wird. Kann ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen nachziehen. Achso, ich hatte ja außen angefangen. Ja, die Höhe reicht noch nicht ganz. Da muss ich noch mal ein bisschen nachzimmern. Schon geil, was man hier bauen kann. So. Da wird der Raum hier auch schon mal eben. Wunderbar, und dann, wie gesagt, nochmal ein bisschen nachhämmern und dann können wir hier bald das Schlafzimmer oder den Schlafzimmerturm draufbauen. Genau, hier, wie gesagt, kommt dann, da muss ich vorne noch verkleiden auf jeden Fall, deswegen hatte ich nämlich auch eins weiter reingebaut. Wobei, da können wir vielleicht gerade noch schnell, komm, komm. Ja, vielleicht, was war rein? Doch, war doch cool. Okay, ich bin schon Maximum drin. Dann vielleicht hiermit. Falsch.
Hier war das nämlich. Zack, zack. Zack, der hat es da unten gebaut. Ist halt der Nachteil einer hohen Baureichweite. Weil es dann halt irgendwo im Hintergrund ist, aber kannst du ja genauso wieder weglöschen. Ja, das sieht doch schon mal fein aus. Ja, dann kommt da drauf halt noch ein Geländer. Hier kommt noch das hin. Hier wird noch dann das Fenster gemacht. Da werde ich aber, glaube ich, auch, also hier im Obergeschoss auch eins erhöhen, dass wir da auch dann entsprechend zumachen können. Genauso wie wir hier jetzt noch zumachen. Ach, ist das schön. Das geht genau auf. Ja, sehr gut. Darauf kommen dann weitere Wände. Vielleicht machen wir noch weitere Fenster darauf. Ich weiß noch nicht so recht. Da müssen wir mal gucken. Aber gut, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Wir brauchen ganz, ganz viele Zäune. Hier kommt dann auch noch einer hin. Dann können wir unten auf den Esstisch gucken und sehen, wenn das Essen fertig ist für uns. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut, weil wir nämlich am Ende einer Folge sind. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann, genau, schauen wir, dass wir in der nächsten Folge halt eben entsprechend oben weiterbauen. Vielleicht die Fenster da schon reinsetzen. Und dann bauen wir auch früher oder später hier diesen Turm hin, diesen runden. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.